Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play StarCraft 2 Brood's Wrath, wo wir beim letzten Mal die dritte Mission abgeschlossen haben. Die erste, die ein bisschen länger ging. Jetzt wollen wir uns aber Mission 4 von den 5, die wir ja nur haben, widmen. Also wir sind schon relativ weit, aber wie gesagt, es könnte ja sein, dass wir danach noch einmal die Fortsetzungskampagne machen, wobei ich da wahrscheinlich einen größeren Cut zwischen beiden Sachen machen werde. Aber ich finde das hier ganz schön. Gefällt mir bisher die Kampagne. Ist so ganz anders, ne? So ganz anders als andere Kampagnen, die ich bisher gespielt habe. Einfach durch die anderen Makromechaniken hier. Die erste Essenz verbirgt sich in diesem Ei. Wir brauchen eine massive Armee, um durch die Bars zu brechen, meine Untergebenen. Ist. Ja. Zerrkreaturen. Frisches Fleisch, meine Kinder. Verleibt euch die Essenz ein. Verbessern. Ein Festessen. Dieser Planeten hat, dem fehlen viele Mineralien. Aber die Fissuren sind immer noch aktiv. Wir müssen für Eruptionen warten und Mineralien aus der Lava generieren. Ich werde euch darüber informieren. Oh, also nochmal eine ganz andere Mechanik, wobei da ja noch ein paar stehen. Ein paar Mineralien werden wir also am Anfang haben, aber den Großteil werden wir dann hier mit sammeln müssen wahrscheinlich. So. Dann bauen wir trotzdem mal eben so schnell wie möglich hier so einen Growth Accelerator, damit wir hier möglichst schnell dort eben entsprechende Sachen auch noch trotzdem generieren können. So. Gut, wir haben hier Sondings. Gut. Dann bauen wir jetzt mal erstmal wieder hier so Evolution Chamber und Roach Warren. Brood Warren, aber ich glaube, ihr verzeiht mir das, wenn ich da nicht immer den korrekten Begriff hier verwende. So, ich denke 3 auf jeden Fall noch. So, vielleicht. Research Technology unlocks new buildings and new units. Das ist ja schon mal schön. Und da wir hier auch Level 2 Upgrades holen können, bauen wir auf jeden Fall auch mal 3 von diesen Dingern. Ich denke, das ist definitiv wert. So, Reaktor. Und ja. Gut. Dann holen wir uns tatsächlich das mal als erstes. Und hier nur mal erstmal das Abwehr-Upgrade. Bald gibt es also die nächste Eruption. Mal so ein Ding. Da kommen die ersten Angreifer. So, bald kommt eine Eruption. Das freut mich doch schon mal. So, holen wir uns hier schon mal die abgegradeten Gebäude. So, und dann müssen wir fast mal überlegen, was wir als nächstes bauen wollen. Also ich würde mir hier natürlich auch gerne so einen Technology Den holen. Um ehrlich zu sein. Wir holen uns aber auch mal hier. Wir holen uns erstmal alle Gebäude. Ich glaube, das ist ohne Zweifel hier was Sinnvolles. So, mehr können wir gar nicht bauen. Fürs Erste zumindest nicht. Könnten natürlich hier nochmal Spines bauen oder so, aber ich glaube, das lassen wir erstmal. Gut, ja, komm, dann gönnen wir uns jetzt erstmal hier so ein bisschen was. Das Ding holen wir uns. Können wir hier was Spannendes rausbauen? Corruptor dürfen wir noch nicht, beziehungsweise Devastator. So, jetzt holen wir uns die Technology denn. Und dann gucken wir mal, was denn da so geht. Da geht auf jeden Fall erstmal gerade ein Angriff. Oh, die machen aber auch ganz schön viel Schaden hier. Vor allem kommen jetzt noch so Fliegedinger. Die fallen mir gar nicht. Okay, ich hätte wahrscheinlich schon wieder vorher hier Anti-Air bauen müssen. Mehr. Weh. Mutation.
Mission abgeschlossen. T. B. So. Gut. Wir müssen natürlich jetzt mal wieder hier sie bauen und wir wollen eigentlich auch. Technology Tier ist erst das letzte, was wir erforscht haben. Okay. So. Build. Das hatte ich befürchtet. Okay, also immer wenn wir was bauen, dann bricht das hier das ab. Das wollte ich aber auch nochmal testen. So, Eruption. Okay, dann müssen wir da mal schleunigst hin. Okay, da könnten wir mehr neue Ressourcen holen. Machen die aber ganz schön viel Schaden. Das gefällt mir nicht. Da müssen wir nochmal weg. Und hier zusammen mit Kelisa angreifen. Okay, die machen viel zu viel Schaden hier, oder? Sind halt Ultralisken, auch wenn sie nicht so aussehen, ne? So, wie bekommen sie hier? Gut, was kann man hier erforschen? Achso, nichts. Man hätte nur... Okay. Ja komm, dann machen wir wieder jetzt 78 Roadrun. So. Alles mit da drauf. Ah, wir können Hydras bauen, beziehungsweise Brutalisk. Das wollen wir. Sicherheit. So, hier eben schnell die Mineralien uns gönnen. Eigentlich müssen wir das gleich auf der anderen Seite auch noch machen. Wobei wir aktuell noch kein großes Mineralienproblem haben, ne? So. Aber wir merken es sicherlich gleich. Ah. Oh, da kommen sie erstmal wieder. Die Protoss waren hier, aber warum? So. Mutation abgeschlossen. TQ, QTQ. Oh nein. Das muss ich noch lernen, dass ich da die andere Sache mache. So, nächste Eruption wäre gleich da. Wäre aber natürlich schön, wenn wir hier vorher die Mineralien aus dieser Eruption noch mitnehmen können, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die sonst auf immer verloren sind. Beziehungsweise keine neuen generiert werden würden. So, dann schnell die Sache mitnehmen und dann schnell hier die Fenden. Ich habe mir leichte Tower Defense hier aufgebaut, so wie es aussieht. Jetzt bekommen wir nicht mehr wirklich weitere Ressourcen gerade, bis auf eben die Eruption. Gucken wir mal, ob wir da dran kommen. Aber ich denke, wir werden jetzt erstmal nochmal die Mineralien hier abfrühstücken können. Gut, wir werden jetzt mal ein bisschen sparen. So. Ich kann ihre Basis da vorne spüren. So, das ist wahrscheinlich dann nicht das richtige Ding zum Angreifen. Wenn man schleunigst wieder nach Hause. Oh nein, unser schöner Spawning Pool. Noch ein schöner Spawning Pool. Und dann haben wir gleich wieder Eruption, dann kriegen wir wieder mehr Geld. Das ist schon mal sehr wichtig. So, Eruptionen sind auf dem Weg. Aber da dort hinten. Okay.
Wir müssen uns dann einen anderen Weg durchsuchen. Weil wir können aktuell wirklich nichts Neues bauen. Das ist sehr, sehr schade. Das heißt aber auch, Upgrades sind sehr, sehr wichtig. Das heißt, das können wir uns tatsächlich mal gerade. So, und wollen dann den Weg hier hochnehmen. In die Basis hinein. Von der wir ja schon... Oder vor der wir ja schon gewarnt wurden. So. Währenddessen wird draußen Rasen gemäht. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu stark. Ist das Rasen gemäht? Ich weiß es nicht. So. Ist auf jeden Fall jetzt gut da draußen. Ich wollte irgendwas noch bauen. Ja, wir brauchen hier auf jeden Fall mehr Static Defense. Kommt doch jetzt mal, tötet sie doch mal, bitte. So, alles explodiert in irgendwelchen Wellen, ist mir aber egal. So, mehr als ein Spinecrawler können wir leider nicht mehr bauen. Sind wir die Mineralienfelder erschöpft, aber es ist gleich wieder ein neuer da. Also ganz abgeschlossen sind wir immerhin nicht. 400 Mineralien kann man dann immer noch mal sammeln nach einer gewissen Zeit. Wir speichern aber auf jeden Fall mal nochmal. So, Destroy Nero's Base ist unsere Hauptaufgabe. Und Destroy Primeval Eggs, das machen wir auf jeden Fall auch. Den wir schon in der letzten Mission die Bonusziele nicht gemacht haben, was mich ein bisschen ärgert im Nachhinein. Aber ich habe tatsächlich sie nicht direkt gefunden und dann war es mir zu lästig zu suchen, um ehrlich zu sein. Aber hier werden sie uns ja angezeigt, von daher... ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal zur Eruption hier. Und das Schöne ist, dass wir dann gleich wieder was neu bauen können daraus. So, das brauchen wir leider auch dringend. Wir sind jetzt wieder auf der anderen Seite der Map, während unsere Base angegriffen wird. Nein, nicht unseren schönen Roadrun. So, hier oben das Ding ist auf jeden Fall erstmal zerstört. Das ist doch schon mal gut. Könnt ihr euch vielleicht hier rum kümmern? Oder ist das zu viel? Ach, wir kommen da gar nicht rüber. Oder was? Nee, da kommen wir gar nicht rüber. Da müssen wir da gleich andere Viecher für bauen. Aber ist okay. Das werden wir hinkriegen. Wir können ja jetzt gleich diese... wo ist denn unser Ultra-Den quasi? Unser Fliegedings? Hier. Can Attack Air Units. Anti-Air Flyer. Ha, aber so richtig bringt uns das auch nichts, oder? Wie kommen wir denn da rüber? Das müsste man nicht mal in Erfahrung bringen. Nein, das können wir nicht bauen, ne? Nö. Sieht nicht so aus. Aktuell können wir sowieso nichts bauen. Sieht dann sehr mit Zergschleim und erhöht dran den erlittenen Schaden. Das ist also stinknormale Corruption. Das bringt uns also eher wenig. Boah, also weitere Eruptionen kommen. Du kannst das hier nicht gerade angreifen. Na, wir können zumindest mal gucken, was da so steht. So. Okay, das geht auf jeden Fall nicht. So. Schon müssen wir mal hier einen Teil sowieso zurückbehalten. Ja, das ist jetzt schon wieder zu spät. Hätte ich gerade schon machen sollen.
ich euch mal schnell die Ressourcen hier. So. Jetzt sind wir auch noch supply-blocked. So, wir müssen allerdings eigentlich dorthin. Deshalb machen wir das auch mal gerade. Könnt ihr vielleicht euch da mal drum kümmern? Das wäre ganz nett. So. Okay. Nee, ist das genug hier? Muss ja wohl, ne? So, wir pushen hier auf jeden Fall erstmal weiter. Weil das vorne reicht offensichtlich aus. So, zwei sollte für die Defense eigentlich auch ausreichen. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Dann hätten wir nicht so viele Gebäude schon verloren. Weil jedes Gebäude zählt hier sehr, sehr viel. Oh, da kommt nochmal der Luftangriff. Aber auch das sollte machbar sein. So. Wie kommen wir jetzt an diese Dinger ran? Okay, dann ignorieren wir diese Bonusziele, würde ich mal sagen. Oh. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, das bringt hier irgendwie nichts. Gut, dann gehen wir uns jetzt nochmal hier hin. Wobei dort noch... Ja, gehen wir mal zu diesen Gebäuden. Vielleicht reicht das auch schon, was wir haben. Vielleicht aber auch nicht. Das sieht hier gerade eher nach nicht aus, weil es ist schon fest befestigt hier. Hätte ich hier doch mit allem angreifen müssen. Auf jeden Fall sind hier Mineralien. Das wäre natürlich schon mal ganz geil. Wobei gleich eine neue Eruption da ist. So. Haben wir noch genug, um Rings zu bauen? Nö, bei weitem nicht. Die letzten Mineralienfelder. Wir müssen erstmal die finden. Weil hier doch ein bisschen, Probleme sind. Nicht unsere letzten Gebäude. Aber einen letzten Spawning Pool bekommen sie auf jeden Fall. So. Okay, das ist zwar jetzt auch schon wieder nicht so viel, was wir hier mehr haben. Aber was soll's. Ich würde gerne hier so einen Boot-Crawler bauen. Um dort oben die nächste Basis quasi zu errichten. Das würde uns nämlich definitiv helfen. Besonders stark ist unsere Armee hier auf jeden Fall nicht. Hier noch einen Hydra erstellen, immerhin. So. Mineralienfeld erschöpft.
Müsste hier nicht irgendwo der Brutknoten stehen? Ah ne, der wird noch gebaut. Gut, und dann laufen wir dorthin. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Da ist der Brutcrawler. Ach, hier kommen wir dran. Ist interessant, dass wir hier dran kommen. Oh, shit. Das ist nicht gut. Renn doch los, zwei. Wir müssen das defenden. Okay, wir brauchen auf jeden Fall nochmal hier zwei, drei Pools. So. Oh oh. Ist das hier ein bisschen viel vielleicht? Machen wir das mal ganz kurz auf. Ah, es geht aber. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Problem, jetzt haben wir hier nichts mehr so Defense. Ah, geht hier nicht. Okay, das hatte ich befürchtet. Was macht ihr denn hier? Rennt mal alle schnell nach Hause. Oh. Diese Kreaturen sind eine Beleidigung für unsere Rasse. Ja. Stimme ich euch nicht zu? Lasst mich bitte am Leben. So. Diese Maps sind einfach zu groß und die Einheiten zu langsam. Nein. Jetzt tötet das doch mal wer. So. Gut. Komm, eine Drohne schicken wir hier nochmal zum Arbeiten hin. Oh, jetzt sind die schon wieder da. Nervt mich doch hier nicht so. Nein, nicht direkt bevor der fertig wird. Okay, er ist auch fertig geworden. Perfekt. So. Jetzt können wir erstmal vernünftig Einheiten bauen. Dann sollte der Rest jetzt hier auch kein Problem sein. Auch wenn er sich schon wieder hier ein bisschen als schwer herausgestellt hat. Müssen wir eben noch ein bisschen hier Armee aufbauen. Weil hier die Mineralienfelder natürlich jetzt nicht so riesig sind, ganz klar. Aber immerhin. Ach, ihr gehört aber nicht dazu. Das ist ja frech. So. Wie kommen wir denn an diese Bonusziele ran? Gibt es irgendwelche Long-Ranged-Geschichten? Na, wir könnten natürlich mit dir mal
Aber das probieren wir mal. Ist natürlich ein bisschen riskanter, jetzt alleine drauf zuzurennen. Aber wir probieren das mal. So. Und wie wir hier hinkommen. Ah, hier gibt es eine Brücke. Oh, shit. Okay, wir müssen das auf jeden Fall mit einem Überwachungskommando machen. So. Aber dieses Überwachungskommando dürfte sich eigentlich jetzt zusammenstellen lassen. Eins zurück, du bist drei. Und du gehst zusammen mit denen nämlich los dort oben hin. Und wir bauen weitere Hydras und weitere Ultras. So. Die sind nur zum Babysitten. Und du musst jetzt hier gleich hoffentlich... Also stellen wir das mal aus, damit du dich nicht ständig heilst. Sondern lieber mal ein bisschen Energie aufbewahrst. So. 50 Energie kostet das. Das ist ganz schön viel. Nee. So, wobei hier jetzt auch gleich die Ressourcen zur Neige gehen. Ach, das reicht nicht. Es reicht nicht? Wie soll ich denn dann da dran kommen? Was habe ich denn für Einheiten, die... fliegen können? Habe ich irgendwas Mutaliskenmäßiges? Was ich nur nicht mitgekriegt habe. Muss ja fast, ne? Ich muss noch einmal kurz checken. Was kann ich denn noch bauen? Bauen. Lion Technology. Machen wir nochmal so ein Ding, weil das andere ist ja gestorben. So, dann machen wir mal unseren Dreitrip, schicken wir mal hier hin. Da müssen wir irgendwie besser hinkommen. So. Kannst du denn irgendwie... Ja, vielleicht können wir daraus einen Broodlord morphen. Gucken wir uns das mal an. So. Das kriegen wir auf jeden Fall mal, dieses Ei. So, hier ist jetzt leider Schicht im Schacht. Das heißt, ihr könnt wieder zurückfahren und euch hier alle auf das konzentrieren. Ich spare gerade übrigens bewusst. Können wir dich zu einem Overlord machen? Zu einem Rootlord machen? Nö. Can attack ground and air units. Okay, dann müssen wir die einfach haben. Dann bauen wir da auch nochmal ein zweites Ding von. Und vielleicht sogar ein drittes. Wobei wir nicht mehr so viel bauen können. Und es geht dann jetzt nur um die Terror. Wobei hier Scorches gebaut werden und es kommen aber Terror raus. Achso, Scorches ist wahrscheinlich der englische Name von Terror, ne? Das dürfte so sein, ja? Okay, das ergibt Sinn. Dann machen wir jetzt nur noch die. Zumindest fürs Erste. Ihr dürft da auch gerne mithelfen. Los ja nicht. So, und wenn wir dann gleich ein paar mehr davon haben, gehen wir da direkt rüber zum Ei. Das sollte auch machbar sein. Gut machbar sein sogar. So, währenddessen kommt hier nochmal ein Angriff. So. Alles sieht komisch aus. Gut, und dann können wir jetzt mal mit denen losfliegen. So. Da brauchen wir noch ein so ein Ding. Dann brauchen wir uns nicht mehr um den Supply Gedanken machen. Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir das letzte Primeval Egg noch zerstreuen können. Das wäre nämlich sehr, sehr gut für uns. Dann haben wir nicht ja ein Bonusziel erreicht. Ja, es sieht nach genug aus. Und dann geht es jetzt hier aufs Ei. Das dauert ein bisschen, aber danach sollte das dann auch kein Thema mehr sein. Per
Perfekt. Wir haben alle Eier zerstört. Eier, wir brauchen Eier. Oder eben nicht mehr. So, und dann bauen wir nochmal ein paar Hydras. Und dann sammeln wir uns jetzt für den finalen Angriff, würde ich mal sagen. Kann natürlich jetzt sein, dass wir hier ganz blöd erwischt werden, aber dann ist das so. Ich glaube nicht, dass die beide Bases auseinandernehmen können und da das jetzt hier unsere letzte, unser letztes Aufbäumen gegen die Basis ist, sollte das nicht ganz so wild sein. Es dauert jetzt nur ewig, bis wir da sind. So. Ja, flieg doch mal da rein, das ist ganz gut. Oh, die sind auch echt stark, muss man sagen. Explodieren die nicht eigentlich? Aber gut, hier scheinbar nicht. Hier ist ja alles ein bisschen anders. Von daher, sei es drum. Okay, jetzt kommen die leider nochmal. Vielleicht können wir die Terrors nochmal zurückschicken. Weil prinzipiell ist mir das ja egal. Lass sie doch alles zerstören. Ja, ist mir auch. Lass sie doch alles zerstören. So. Boah, dauert das lange, bis diese Hydras ankommen. Kein Wunder, dass die früher in Wings of Liberty niemand gespielt hat, als das Upgrade noch nicht gab. Mein Gott, so, jetzt endlich. So. Wir fokussen mal den Swarmhorst. So. Zack. Und dann sieht gut aus. Dann haben wir es nämlich geschafft. Eigentlich war das Problem nur, dass wir das eine Bonusziel noch erreicht haben. Also für das, was wir hier auf der Insel hatten. Da hatte ich mal Probleme mit, weil ich nicht wusste, welche Einheit das entsprechend angreifen kann. Aber ansonsten war es doch jetzt nicht so schwer. Und ich musste halt ein bisschen was zu Hause lassen. Jetzt ist das halt auch egal, aber da war es doch entscheidend. Gut. Die finale Essenz gehört mir. Nun können wir die Evolution der ultimativen Waffe starten. Wir werden unseren Gegnern die wahre Macht der Brut zeigen. Ja, sehr schön. Damit dürfte es das eigentlich gewesen sein. Noch einmal wird das Ganze geladen. Ja, das sieht doch gut aus. Und damit sind wir hier auch am Ende der vierten Mission angelangt. Und beim nächsten Mal können wir dann mit der finalen, fünften Mission starten. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die Folge klicken. Unten rechts ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.